Drei, zwei, eins. Hallo YouTube, herzlich willkommen zu Sandy Clips Reaction auf Sandy Stream Clips Germany. Genau. So, wir gucken uns jetzt Folge 240 von Stream Clips Germany an. Ach komm, das nehmen wir jetzt. Das war gut. Jetzt reißt euch zusammen. Das muss jetzt reichen. Ihr Hayopais. Das ist ganz toll. Hallo YouTube. Ihr kennt das viel besser. Ihr macht ab nächstes Mal die anderen Moderationen. Das letzte war doch gut. Hallo YouTube. Oh, ich schwitze schon wieder. Oh mein Gott, warum mache ich das? Wir gucken jetzt Stream Clips Germany. Ich rieche übrigens gut, ich habe Deo drauf. Gott sei Dank. Hi YouTube, hab euch lieb. Wir haben euch lieb. Finden wir auch immer ganz cool, wenn ihr die richtig coolen Kommentare schreibt. Das ist immer sehr cool. So, ich hab euch. Scheiße, das kann man doch nicht drin lassen, wie viel ich jetzt schon gequatscht habe, ohne zu gucken. Viel Spaß beim. Genau. Hallo YouTube und viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, Hirnisse, mein Name ist Annie Orchid und ich wünsche euch viel Spaß bei Stream Clips Germany! Germany! Fühlt euch gut unterhalten, esst Popcorn und trinkt jede Menge Energy Drinks und wir sehen uns vielleicht im Video. Auf Wiedersehen! Okay, ciao! Tschüss! Okay, tschö! Oh, die macht das War das so cringe? gut! War das Nein! cringe? Das war fantastisch! Warte, ich glaube, das ist zu laut. Die macht das so gut! Grüße gehen raus an alle den Empfangsgeräten und an die Liese vom. Ilse vom Sparmarkt. Hallo, Pumpkin Jackson. Die Reaktionen der Streamer zu den Ist das so Folgen gibt laut? es auf React Clips Germany. Einfach in YouTube suchen oder den Link in der Beschreibung Da nutzen. sind wir. Katja hat doch in Real Life so einen. Katja ist auch in Real Life so eine nette Person. Echt, danke. Danke. Der Bin meint ich so? nicht dich. Was? Halt, 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 Small. War die Katja andere ist auch ein gemeint? Real-Off. Ach so, du meinst BG, Katja. Oh, Aha, ist okay. Mann, ich dachte, du meinst mich, Alter! Naja. Rolling on the river. Piran! Sobald ich mit dem Clip reinkomme und nichts kaputt geht. Das brauchen wir als Emote. Das ist so witzig. Boah, ich musste im Karaoke singen. Ich hab nicht mal euch gesehen, weil ich hatte hier den Text. Rolling on the river. Das sieht so bescheuert aus. Ich liebe alles daran. Die Kommentare an unter dem Video, was sind die auf die Laterne? Das ist aus dem Film. Ich muss mich dazu rechtfertigen. Das ist aus dem Film von Miss Undercover. Miss Undercover 2. Da ist nämlich die Kollegin von Sandra Bullock ist Tina Turner und sie ist der Bimbo oder wie das heißt. Und dann tanzen die so. Das habe ich aus dem Film nachgemacht. Das war Videoclip-Dancing. Kein Bibikaka mehr. Bald bekommst du auch noch Körperspannung. Dann falle ich nicht mehr vom Stuhl. Also den überzeugenden Blick. Nochmal, bitte. Ein letztes Mal. Ein allerletztes Mal. Komm, ein aller. Ey, wo ist es jetzt hin? Ey, ich kann meine Maus nicht mehr bewegen. So.
on the river. Ich liebe alles daran. So, aber kann mich daran nicht erinnern. Wer war das? Wer hat sich diesen Song als Karaoke gewünscht? Ha? Ja, das ist doch mal Partystimmung. Damit komme ich gerne rein. Geil. Geil, geil, geil. Oh mein Gott. Ich habe die vorhin auf. Und das ist das zweite Mal, dass wir am Anfang direkt sind. Direkt ein Stimmungsbombe hier reingepackt. Geil. Dankeschön, Clippy. Dankeschön an die Community, die uns reingevotet hat. Ihr seid cool. Gekriegt. Oh Gott. Das ist die Seite, die zu ist. Richtig abschießen. Oh, warte. Eine Blume. Nein, eine Blume. Nimm die Blume mit. Nein, nimm die Blume mit. Nimmst du bitte die Blume mit, Mädel? Das kenne ich aus Fortnite. Sandy für die gute Laune, ja. Oh mein Gott, das tut einem schon Sag Spaß. Mal, also das gibt's doch nicht. Wisst ihr, wenn ich auch noch nicht gezeichnet habe? Und es geht halt wirklich immer weniger kaputt. Weiterentwicklung, ja. Weil ich aufgeräumt habe. Ich habe Leonardo DiCaprio, so meine Lieblingsschauspieler. Die muss ich halt auch noch zeichnen, ne? Den Leonardo. Hier, da ist er, der Geralt von Rewe. Wow. In A4, das war auch A4. Nee, damit, wir haben auch mal gezeichnet, ne? Einhörner haben wir mal gezeichnet. Aber sehr, sehr tolle Zeichnung, wow. Unglaublich gut. Wir haben so viele talentierte Menschen hier, ne? Ich hoffe, sie macht auch mal so Malstreams, wo sie das on cam macht. Das ist bestimmt sehr schön zum Zugucken und ASMR und so. Richtig geil. Gute Nacht, Niki. Schlaf gut. Träum was Schönes. Gesagt, Geralt von Rewe. Hat sie Geralt von Rewe gesagt? Den Leonardo. Darüber habe ich jetzt gar nicht. Hier, da ist er. Der Geralt von Rewe. In A4. Das war auch A4. Der Geralt von Rewe. Von Rewe. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich war nur auf das Kunstwerk konzentriert. Ah, oh, Simsalabim. Simsim. Ah! Oh nein, sie schreit. Dieser Vogel. Die wirklich, also was ich von Sabrina, was ich zum Simsalabim, wie komme ich auf Sabrina? Wegen Simsalabim Sabrina. Oh, wie dumm ich bin. Simsalabim gelernt habe. Also sie kann wirklich unglaublich hohe Töne treffen. Krass. Ja, süße Maus. Wenn es die gesund so lässt, jeden Montag. Wenn es die gesund so lässt, jeden Montag. Was zum Rewe? Sie zeichnet dann. Wie lange kann ich eine Dönerpizza auf der Soße. Chat, wie lange kann ich eine Dönerpizza, auf der die Soße schon drauf ist, aufheben ohne Bauchschmerzen? Einen Tag, würde ich sagen. Heißt sie wirklich Sabrina? Sie heißt sogar Sabrina. Witzig. Als Mann in die Toilette geht und dann steht man so vor der Toilette, also dann macht man die Hose auf, holt sein Ding so raus und dann macht man so Pipi und dann tut man den so abtropfen, packt den wieder ein, macht zu, geht Hände waschen, ja und dann ist fertig, oder? Also so stelle ich mir das vor bei Männern. Benutzt ihr kein Klopapier? Lass dir, da läuft doch noch was raus. Da ist doch noch vorne was dran. Selbst wenn es abgeschüttet ist, dann tupft man doch wenigstens so. Ich schütte mich doch auch nicht einmal so, damit alles noch raustropft und ziehe meine Hose einfach an. Das ist doch nass da alles. Da, wo das Pipi dran vorbeigeschlittert ist. Das ist doch nass.
Es kommt da raus, da. Da muss man. Wir Mädchen machen auch nicht. Psst. Und ziehen dann die Hose an. Dann ist doch immer ein Pipi in der Unterhose. Der letzte Tropfen geht immer in die Hose. Bah! Macht ihr immer Pipi in die Hose? Ach, hört doch auf, wie eklig ihr seid. Man muss auch aufpassen, dass die Haut nicht im Reißverschluss hängen bleibt. Trägst du keine Unterhosen? Da fehlt noch der Tropfen, der in die Hose geht. Bah! Ich hoffe, ihr macht alle eure Unterhose selber sauber. Es hilft kein Schütteln und kein Klopfen. In die Hose geht der letzte Tropfen. Also, dafür hat man doch einen Schlüppi. Nein. Nienas, der hilft kein Schütteln und kein Klopfen. In die Hose geht der letzte Tropfen. Boah, ihr seid so widerlich. Wirklich. Euren Pipi-Mann möchte keiner mehr anfassen. Geschweige denn andere Dinge irgendwo hinstecken. Ab jetzt ist Pfui. Das ist Pfui, Teufel. Bäh. Hallöchen, dein Geschnatter. Stell mal vor, ich würde sagen, ja, ich schütte mich auch einmal so ab und in meiner Unterhose ist jetzt auch der letzte Tropfen Pipi. Wie findet ihr das? Findet ihr das attraktiv? Wenn ich sage, oh, guck mal, meine Unterhose riecht jetzt auch nach Pipi. Da ist der letzte Tropfen reingegangen. Na, wie findet ihr das? Würdet ihr sagen, rar, geil, Sandy. Würdet ihr dann so machen? Noch die Waschmaschine, wieder nicht. Sowas von egal, das ist doch normal. Hört sich ganz normal an. Also ihr Männer könnt schon wirklich eklig sein. Kann ich dann deine Unterhose kaufen? Du bist so merkwürdig! Richie! Riecht nach Pipi. Dann riecht man ja nach Pipi im Schritt. Ja, richtig. Geil, Sandy, darf ich mal dran riechen. Also jetzt hört ihr mal auf. Jetzt ist Schluss. Peitsche für euch, weiter geht's. Schade, dass man nur ein Kopfgeld von 300 erreichen kann und danach nichts mehr. Das finde ich so ein bisschen... Hä? Was macht mein Gaul da? Nein, Pferd! What the fuck? Große Fire Exit Puppe. Okay, zeigst du mir wieder diesen ganz komischen, dunklen Ort? Ja, das ist der Grund, warum ich dich mitnehmen will. Okay. Dann werde ich dein Gesicht fressen. Du bist mein dunkles, creepy Ort-Girl. Das kam aber ganz tief vom Herzen. Und dann so, oh mein Gott, jemand hat's gemerkt. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Das ist nicht gut für deinen Magen, das kann nicht sein. Ich habe gelernt, Nüsse sind gesund. Ah nee, Sonnenblumenkerne sind doch keine Nüsse, oder? Was sind Sonnenblumenkerne? Kerne. Keine Ahnung, Kerne. Was sind Sonnenblumenkerne? Was sind Samen? Stimmt, Samen. Das ich, weil... Penis! Irgendwelche so Minigames drin zocken, weißt du, was ich meine? Immer diese vulgären Streamerinnen hier. Die wollen nur und möchten nur das eine. Was möchten alle Frauen? Ab! Falsches Timing. Was möchten Frauen? Ab! Penis! Witzig! Ich liebe die, wie es böse Hexen lache. Ja. Ach, Suki meint das nicht so. Ich liebe Suki. Suki ist super. Echt mal, können die nicht mal über Pipi in der Unterhose reden? Ja. Irgendwelche so Minigames drin zocken, weißt was? Du? Was? Imagine hier ein Mod zu sein. Ja, dann darfst du... ja, guck dir meinen Mod an. Was der schreibt. Ah, du wärst neidisch, hier Mod sein zu dürfen. Meine Mods sind cool. Haben die beste Community zu moderieren. Jeder möchte hier Mod sein, aber ich kann niemanden leiden, also nein. Nee, komm, beeil dich. Ja, noch ein paar Sekunden. Warte. Komm. Was ist das für ein Spiel? Noch ein paar Sekunden. Nein! Star Citizen, ist das... ist das auch so ein Koop-Spiel? Edo! Ist Edo nicht auf... Ich dachte, Edo macht so eine Reise mit IRL und Wohnmobil und sowas.
Glaubt ihr nicht? Ich werde gezwungen. Hilfe! Wir haben die beste Community, das Rudel. So nämlich. Ja, wir sind schon 5 Minuten drüber. Müssen uns beeilen. Olive, dich auch. Ha! Ich habe jetzt eine Frage an euch und vielleicht wird der eine oder andere abhauen. Aber nachdem wie Twitch ja mittlerweile ist, ne? Wenn irgendein Typ einfach jetzt mittlerweile auf Twitch beim Osterstream sich die Eier bemalen würde, zählt das unter Kunst? Darf er das zeigen oder nicht? Was wird das? Ja, ich finde, das ist Bodypainting. Ich würde es erlauben. Ich würde es mir auch angucken, natürlich nur aus künstlichen Zwecken. Nichts, also was denkt ihr denn? Ich habe mich da schon immer für interessiert, für Bodypainting und Kunstmalerei. Ja. Dachte, dich nicht leiden zu können, wäre ein Einstellungskriterium, bei dir Mod sein zu können. Das ist ein Online-Roleplay. So. Hi, du Knalltüte. Hallo, Real King. Wie geht's? Super. Hötchenkunst. Hötchenkunst. Ich liebe Hötchenkunst, ja. Also, Rudel sagt ja. Wir möchten Hötchen, angemalte Hötchen auf Twitch sehen. Ja, einfach ja. Ich guck's mir das aus. Also ich würde auch immer einen Lurk da lassen. Das Pipi in der Hose auch Bodypainting. Bah! Ich meine meine Eier grün und blau. Okay. Was jetzt hier? Hallo? Bei blau kann ich dir helfen. Einmal reindrehen. Was ist mit diesen Spielen? Oh no! Was ist das? Was spielen ihr denn alle für Spiele? Sind das alles so 5-Euro-Spiele? Was ist das? Aber nur an Ostern. What the fuck? Warum sollen die Arme noch in das Auto greifen? Ist das schön. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich sterbe, nach der... Boah, guckt euch mal diesen fantastischen Eyeliner an. Kannst du darauf, dazu, wer bist du? Ah, und jetzt steht da. Meyalala. Heißt sie Meyalala? Ich weiß nicht. Da steht da oben, das kann man nicht lesen. Kannst du mal so ein Tutorial machen, wie man einen Eyeliner zieht? Das finde ich sehr schön. Harley Sandy Rista. Oh. Das heißt, ich muss jedes Mojanka. Mal, wenn ich sterbe, nach da unten ja. wieder rennen. Ist es wahr? Hm. Verpiss dich, du darfst hier nicht rein. Deine Engine verbietet dir das. Sisch ab. Ich will nicht. Wir machen den einfach First Try. Dann muss ich nicht mal laufen. Wir machen den First Try. Dann müssen wir nicht laufen. Das ist auch immer meine Motivation. Ich mache einen Speedrun. Der dauert da länger als normal. Finde ich gut. Gute Einstellung. Gefällt mir. Das sind 70 Euro Vollpreisspiele und sind so verbuggt. Oha. Hallo Titus. Eyeliner. Hier ist schon wieder Ei. Wir waren bei Hohenmein und jetzt gibt's Eyeliner. Und Hütchen malen. Oh Mann. Wieso passiert immer uns so ein Quatsch? Ihr verderbt mich. Der Sabaton tut euch nicht gut. Wie sie ihn einfach zurechtgewiesen hat, ja, absolut richtig. Ja, dann kannst du den bei mir ja auch weggenommen bekommen. Was willst du denn noch? Nein, Spaß. Frag sie mal, wie sie ihren Eyeliner macht. Weil du mein Atem bist. Bin müde. Oh mein Gott, ich hab sie bezwungen. Ich hab die eiserne Jungfrau zerstört von ihr. Das solltest du nicht sagen. Es ist nicht dein... Ich habe die eiserne Jungfrau von innen sehr... Oh, tot. Schade. Karma. Gute Nacht, Fabi. Wir passen uns dir an. Ach, Quatsch. Ich nehme sogar ab. Ich möchte auch so ein Lenkrad irgendwann mal haben und dann so Auto fahren. Abkürzungen. Gucken Sie mal. Abkürzungen sind immer gut. Er fährt gegen Stein. Er kippt um. Hä? Ich nehme sogar Abkürzungen. Er hat ein richtiges Busfahrer-Outfit. Das ist ja fantastisch. Guckt euch und sogar in sein Namensschild. Er heißt Kaffee. Ist ein komischer Name, aber. Herr Kaffee, können Sie mich hier rauslassen? So, wer fährt heute alles schwarz?
Wegen Kaffee. Schwarzer Kaffee. Ach, habt ihr wieder nicht verstanden. Ja. Ja, gut gemacht. Katze und Hund sind Freunde. Sowas lieben wir. Dem Dorf auch immer. Nein, nicht in die ganze Dose rein. Nein! Hast du jetzt hast du es rausgenommen? Nein, hast du nicht. Ihr müsst das klein machen. Das ist viel zu groß. Ey, nein, 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 nein! Sie hat die Tastatur. Nein! Sie ist gestorben im Spiel. Nein, jetzt hat sie auch noch einen Screenshot gemacht. Nein! Gottes Willen, jetzt. Ah, das ist geil. Gemacht. Nein! Gottes! Ein Horror von unserem Busfahrer, Busfahrer. Herr Busfahrer, Kaffee. Jetzt kommt das Rudel auch noch zu Mojonka. Euch ist echt nichts heilig, oder? Ich weiß nicht mal, wer sie ist, aber sie hat einen schönen Eyeliner. Lass mich in Ruhe. Sven, jetzt. Ah, das hat wieder keinen Sound. Damn. Das hat keinen Sound. Das heißt... Scheiße. Hat ihn verkackt oder hat die... Doch, dein Video ist mute. Du hast... Ach so. Oh. Warum wusste man das jetzt? Ach, Eva. Oh mein Gott, danke. Also erstmal so, oh nein. Ah, oh, dein VOD ist mute. Ah, wie dumm du bist. Und dann so, oh. Kein Sound. Das heißt. Ärgerlich. Ja. Unangenehm. An die blauhaarige Streamerin. Ja. Doch, dein Video ist mute. Du hast. Ach so. Oh. Oh mein Gott, danke. Ich dachte. Hold on a second. Ich bin einfach nur dämlich. Ich liebe es. Eva ist einfach ein Profi. So. Ja, Eva ist. So professionell wie Eva möchte ich auch mal werden irgendwann. Das ist mein Ziel. Und dann gibt es welche, die riechen so nach Kamille oder nach Rosenblättern. Ach, auch welche, die riechen nach Erdbeeren. Und Beispiel, ich bin kein Fan von... Ich habe nicht zugehört. Was riecht nach Kamille? Dämlich. Und dann gibt es welche, die riechen so nach Kamille. Wie Gadi einfach guckt. Sitzt die da an der Decke beim Stream? Was ist denn los mit denen? Wieso sieht sie da, wieso liegt sie wie so eine Bulette in ihrer Decke drin? Was ist denn los mit denen? Das machst du ganz toll, Liefer. Das machst du ganz toll, Liefer. Das war ein langer Weg, ich weiß. Ja. Kamille. Jetzt habe ich wieder nicht zugehört, mein Gott. Dämlich. Und dann gibt es welche, die riechen so nach Kamille oder nach Rosenblättern. Auch welche, die riechen nach Erdbeeren. Und Beispiel, ich bin kein Fan von Toilettenpapier. Ich glaube, das kam gerade falsch. Ich möchte darüber jetzt einfach nicht mehr reden, wenn Menschen ohne Toilettenpapier irgendwas tun. Ach, mein Junge. Hallo. Guten Morgen, ist jahrelang Arbeit, ich weiß. Ich habe... Uffi, hast du jetzt ihr wirklich Bescheid gegeben dafür? Wirklich? Uffi, wie cool du bist. Ich benutze den Alverde Dip Eyeliner. Oh, das muss ich mir mal aufschreiben. Wirklich geil. Ich habe mal so einen Trick gesehen, dass man so machen soll und dann ganz schnell weggucken. So, tschuk. Und dann, das habe ich mal bei Instagram so, tschuk. Und tatsächlich hat das funktioniert, aber deiner ist wirklich sehr, sehr schön. Weil ich habe, glaube ich, so Schlupflider da sieht, aber du hast einen sehr schönen Eyeliner, das ist mir sofort aufgefallen. Ich habe erst gedacht, du heißt Molala. Ich konnte deinen Namen nicht sehen. Aber jetzt weiß ich, du heißt Mojanka. Oh, Mihawk, danke schön fürs Gifted Sub an Mojanka. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Hast du den Speedrun geschafft, den First Try? Beim Pinkeln bin ich auch kein Fan von Toilettenpapier. Eddie, das möchte ich nicht wissen. Merkt euch das. Alverde. Alverde Dip Eyeliner. Ich werde es ausprobieren, tatsächlich. Morgen gehe ich einkaufen und kaufe mir den Alverde Dip Eyeliner. Und dann... werde ich so schön wie Mojanka. Mojanka.
Mojanka. Entschuldigung, ich bin so dumm. Mojanka. Soljanka. Darf ich einen Link reinschicken? Von dem einen. Also, man kann hier keine Links schicken. Aber du kannst meinem Mod einen Link schicken. Und dann kann er mir den weitersenden. Mojanka. Mojanka heißt du. Wie Bianca, nur mit Mo. Mojanka. Ich kann mir das jetzt merken, Mojanka. Er werde Dip Eyeliner. Merkt euch das. Ja, vielen lieben Dank, dass du dafür beigekommen bist und mir das wirklich erzählt hast. Super geil. Ich suche nämlich seit Jahren den perfekten Eyeliner. Bei 9500 Subs ein Eyeliner-Tutorial mit. Niemals denkst du morgen daran, den zu kaufen. Im Leben nicht. Erinnert mich einfach dran. Wir müssen weiter gucken. Aber ich danke dir vielen, vielen lieben Dank, Kobi. Ey, wie lieb bist du denn jetzt? Geil. Leute, lass gerne ein Follow bei Mojanka rein. Für den Eyeliner-Hilfetipp. Ist geil. Immer ein Rat der zukünftigen Dschungelbewohner beherzigen. Es gibt keine schlechte Presse. Danke, Mensch. Stellt euch vor, ich irgendwann im Dschungelcamp. Ja, fühle ich. Markus, danke dir. Ja, sie wird dann so eine richtige Jane. Teach me how to see all that's beautiful. My senses touch your world. Sie ist ein Avatar. Sie war ein Avatar. Muss man ein wenig üben, der ist sehr flüssig. Okay, ich übe und dann gebe ich dir Bescheid. Ich komme wieder, ich werde üben und ich werde dir berichten. Ich werde vorbeikommen und dir berichten. Das ist der. Das ist der Eyeliner. Oh. Perfekt. Ich danke dir. Geil. Leute, ich werde weiter auch hübsch sein. Ja. Siehst du, jetzt sind wir kleiner als ich, Chat. Ich? Ja, ich bin klein. Du bist auch klein? Das ist fantastisch. Hallo, Maggie. Manchmal habe ich echt... Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich werde den mir morgen kaufen. Brain wie ein Gehirn, ey. Das ist schwer. Nee, war... Hä? Manchmal habe ich echt ein Brain wie ein Gehirn. Hey, warte mal. Sie habe ich... Ich bin mir so unsicher. Auf der Gamescom habe ich so viele Leute kennengelernt, aber ich weiß nicht, ob ich sie kennengelernt habe. War sie schon mal bei uns? Gerne, gerne. Manchmal habe ich echt ein Brain wie ein Gehirn, ey. Das ist schwer. Nee, war... Hä? Ah, sie hat auch ein Lenkrad. Oh, ich bin so neidisch. Oh. Geil. Wenn du einfach durch was durchläufst. Scheiße. Gar nicht. Oh Gott. Ich dachte, der ertrinkt. Aber damit hätte ich jetzt einfach null gerechnet. Die Lebensweisheiten. Es bräuchte so ein Buch oder so ein Kalender mit Weisheiten von Streamern. Ich muss auf ihn jetzt gucken. Scheiße. Sein Gesicht. Wie nennt man das denn, wenn der Körper so straight ist, so? Mehr mit, groß? Nicht gestreckt, sondern wenn der Körper halt so groß? Hart ist. Wie nennt man das? Muskulös. Körperdings hier. Angespannt. Körperspannung. Körper. Ah. Ich bin hart. Ich bin gerade. Ich liebe das. Ich fühle das so sehr. Ja, seht ihr, das ist ein Struggle von Streamern. Das Streaming macht das Gehirn kaputt. Deswegen wissen wir nicht mehr, was wir sagen. Was bin ich? Ich komme in Frieden. Körperspannung! Ja, bei uns geht alles. Ja, bei uns liegt Schnee. Bei uns liegt einfach Schnee. Es hat irgendwie gestern oder vorgestern, glaube ich, war es, hat es einfach angefangen zu schneien. Hat ihr Avatar und es hat halt nicht aufgehört. Yes. Hat sie vier Ohren? Hat sie hier zwei elfische Ohren und hier so Ohren wie was anderes? Dann kann sie uns vielleicht hören. Körperspannung kennen wir auch nicht. Körperspannung kennen wir auch nicht, deswegen sind wir vom Stuhl gefallen. Es hat irgendwie gestern oder vorgestern, vorgestern glaube ich war es, hat es einfach angefangen zu schneien. Ja. Und es hat halt nicht aufgehört. Yes.
Ach scheiße, Mann, es liegt gar kein Schnee mehr. Sorry, ich war nicht mehr draußen seit vorgestern. Scheiße. Das fühle ich auch. Ich wusste gestern auch nicht, ob ich so, mich gewundert. Ich so, liegt draußen noch Schnee? Regnet's? Ich wusste es nicht. Keine Ahnung, wie das Wetter gestern war. Hörner? Nee, dafür war das zu weich und zu rund und zu soft. Hörner sind doch so spitzer, oder? Nein. Das sind doch, das obere, meinst du, das sind Hörner? Aber die sind so, die sind ja weicher, breiter als die Öhrchen. Meinst du? Möglich. Ja, ihr habt vielleicht recht. Und Hallöchen, Dengeri. Das soll wahrscheinlich von Energy kommen, aber mit D. Dengeri. Hallöchen, Dengeri. Schön, dass du am Start bist. Wie geht's? Ich hoffe, dir geht's wundervoll. Auch nicht früher. Ich weiß nicht, ist sie neu? Ich kenne aber auch nicht. Ja, ich fühle das. Das ist ein schwieriger Name. Ich verstehe das. Warum haben Leute auch Ehrendengaji? Das ist so schön. Denkschischi. Dingsi Dongsi. Wir haben einen neuen Namen. Wie er das so sagt. Das ist normalerweise flüssig. Ey, was ist das für ein geiler, was ist das für ein geiler Morgenmantel vom Krümelmonster? Das ist ja fantastisch. Von der Mama? Ah, ich möchte auch so einen. Bianca möchte fragen, ob ihr mal gemeinsam was spielen möchtet. Kommt drauf an, was? Kommt drauf an, ich habe momentan nicht so viel Zeit, aber sonst gerne, ja. Ich bin aber nicht so gut in Gaming. Ah, hast du ihr gesagt, dass ich schlecht bin? Ich kann Tetris. Aber ja, ich würde gerne mal, warte mal, Ich möchte demnächst mal, was heißt demnächst, ich wollte das schon vor 2 Jahren machen, ich wollte mal so ein Streamer-Quiz machen, wo ich der Quizmaster bin und ich lade einige Streamer hier ein, so 4, 5, 6 Streamer gleichzeitig und mache so eine Quizshow und frag die dann Sachen, da kann sie auch gerne mal mitmachen. Denergy ist doch ein sehr einfacher Name. Shandy Denergy. Ist das jetzt mein Nachname? Shandy Denergy? Ich kann rülpsen und furzen. Kaffee Junkie, das interessiert wirklich niemanden. Warum hast du keine Zeit, so viel am Stream? Ich komme hier halt zu nichts. Stanley spielt ihm Genf. Nein. Stefan, nein. Ja, muss man nur herausfinden, was. Aber ich muss zuerst mit Soul Hikers was machen. Sie hat, mit ihr habe ich Priorität. Also, ich weiß nicht wann, aber ich muss zuerst mit Soul Hiker was machen. Da habe ich ihr versprochen. Bevor ich mit wem anders mache, sonst wäre nicht fair. Das ist wohl der einzige Mensch, der im Sabaton keine Zeit hat. Ist halt wirklich so. Ich muss erst meine Versprechen einhalten. Und dann mit jedem anderen. Aber ja. Grundsätzlich gerne. Aber das schluck ich nicht. Schluck. Okay, los geht's. Hä? Ich dachte, er schluckt's nicht. Salzwasser. Oh Gott! Ich muss kotzen. Ich brauche ein Kaugummi. Oh. Kotzen ist Toss. Matteo. Ist das jetzt Salz? Hat er Salzwasser getrunken? Im Mund gehabt zum Gurgeln oder was? Ich kann das nicht. Mir wird dann automatisch mit schlecht. Oh. Stellt euch mal. Boah, mir Magen richtig. Ich würde lachen, aber ich leide leider mit. Mit ihrem Ö. Davor schütze ich mich zu kotzen. Wenn ich Ö mache, dann konzentriere ich mich aufs Ö und dann muss ich mich nicht übergeben. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn mir schlecht ist, dann mache ich Ö. Dann mache ich den Mund so rund. Ö. Und dann, ich weiß nicht, das entspannt irgendwie meinen Nacken. Keine Ahnung. Und dann muss ich mich nicht übergeben. Das ist ja das Salzwasser wie bei Fritz Meinecke. Habe ich auch gedacht. Mal vor, ihr habt einen Zwilling und seid Streamer. Ihr wechselt euch einfach im Stream ab. Ihr müsst Drillinge sein, ihr müsst Drillinge sein. Und dann wechselt ihr euch einfach in so 3er-Schichten ab.
und lass den Stream einfach dauerlaufen. Und niemand weiß immer, wer dran ist, weil ihr seid ja drei verschiedene Leute. Und durch euer Zwillingsziehen wisst ihr auch, was der andere gerade gemacht hat. So funktionieren Zwillinge hier, ne? Wer mir was anderes sagt, hat bestimmt gelogen. Ist so. Ja. Was ist das für ein Spiel? Oh, Junge, das kannst du doch nicht machen, Alter. Ach nee, das ist kein Spiel. Das ist kein Spiel. Spell? Wo kommt sie her? Doch nicht machen, Alter. Ach nee, das ist kein Spiel. Kein Spiel. Was sagt man das denn? Das ist wieder ein Dialekt. Was ist das für ein Spiel? Oh, Junge, das kannst du doch nicht machen, Alter. Ach nee, das ist kein Spiel. Das ist kein Dialekt, weil sie an sich verschraubt, das ist witzig. Was ist das, ein Spiel? Ist das real life? Wieso sprechen wir Mädchen immer so hoch? Stimmt denn nicht mit uns? Immer wenn wir uns wundern, sauer sind, uns freuen, da werden wir wie so eine Quietscheente. Ich mach das ja auch. Warum sind wir nicht einfach, wow, ist das ein Spiel? Wow. Wie Joey Kelly. Wow, what the fuck? Es ist ein Spiel. Ich bin auch so. Was möchten wir damit erreichen? Ist das just Fantasy? Das ist ein Spiel. Ein Spiel. Ist falsch formuliert. Ah, sie hat auch süße Ohren. Real life? Warte mal, aber bei ihr waren es jetzt... Nee, guck, sie hat Öhrchen hier. Und da oben sind die Hörnchen. Und sie hat so hier, guck mal, ein kleines Strähnchen. Das sind die Öhrchen. Das andere waren auch Öhrchen, glaube ich. Wenn du noch Zwillingsschwester, also zwei Drillingsschwestern, na eben so zwei Schwestern, die genauso sind wie du, würdest du mir dann eine davon abgeben? Auf gar keinen Fall. Liegt es nicht an der Länge und Beschaffenheit der Stimmbänder? Servus, Sandy und Abend. Dass man so hoch dann spricht? Meinst du, Frauen haben so Superkräfte, was ihre Stimmbänder angeht? Heißt das, unsere Stimmbänder sind viel länger als eure? Ich bin Sandy, ich verspreche extra hoch, damit man cute wirkt. Ich mach das nicht, weil ich cute bin. Ich mach das... Mann! Das ist, weil ich da keinen Druck hintersetze. Ich könnte auch tief sagen, Mann! Aber dann müsste ich meinen Bauch anspannen. Und wisst ihr was? Ich bin faul. Wenn ich hochspreche mit meiner Kopfstimme, ist das viel einfacher als mit meiner Bruststimme. Ich mach's mir einfach leicht, weil ihr seid die Aufregung nur halb wert. Ihr seid nämlich eine Halbwertszeit für mich. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich hatte Mathe-LK, aber ist mir auch egal. Ich werfe jetzt einfach mit irgendwelchen Worten um mich rum. Osmose. Pantoprazol. Tun können, jetzt musst du nach Bumpkin. Sandy, ich soll die ausrichten. Wenn du mal Lust hast, kannst du sie gerne bei Insta anschreiben. Da heißt sie auch Mojanka. Oh, das werde ich doch vergessen. Kann sie mich... Ihr könntet ja Fortnite spielen. Zum Beispiel, sie ist das spontan, aber sie ist in Fortnite nicht so gut. Ich bin auch nicht so gut. Ja, das klingt machbarer. Aber ich muss zuerst mit Zaulheikes, aber dann gerne, ja. Hofi, erinnere uns beide einfach dran, dass wir miteinander schreiben wollen. Sie wird's vergessen, ich werd's vergessen. Du erinnerst uns da dran. Eher kurz und stramm bei Frauen ist wie mit Gummibändern. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung ist, aber ich bin dir trotzdem böse. Halbwertszeit war bei radioaktivem Verfall. Ja, stimmt. Oberflächenvergrößerung. Spülmittel. Halbwertszeit ist die Zeit, der radioaktiven Material verfällt. Ja, das wusste ich doch. Ruf wie der Verkuppler hier. Ja. Nichts mit Mathe zu tun, sondern mit Chemie. Halt dein Maul jetzt. Was meine ich denn dann? Ach, Grenzwertberechnung habe ich gemeint. Ich wollte über den Grenzwert reden, aber Halbwertszeit, ja. Limes Richtung Null. Genau. Ich mach das Date zwischen euch aus. Perfekt, ich danke dir. Wir danken dir. Was ist das, ein Spiel? Ist das real life? Das ist falsch formuliert. Mockemock. Ja, sag ich mal, habt ihr eigentlich gerade mein Loch verkehrt? Bitte was? Was? Wer? Was sprichst du? Wie kann man, ist das geil? Ist falsch formuliert. Ja, vorher sage ich mal, habt ihr eigentlich gerade mein Loch verkehrt?
Der Dialekt und die Lache. Ich verstehe kein Wort. Noch einmal, bitte. Vorhersagen. Vorhersagen. Mann, habt ihr eigentlich... Macht's mal. Ich glaube, mein Loch verkehrt. Habt ihr gerade mein Lachen gehört? Aber das, was sagt ihr? Vorhersage gemacht. Habt ihr eigentlich gerade mein Loch verkehrt? Ich habe eine Vorhersage gemacht. Habt ihr mein Lachen gehört? Seehund. Ja, stimmt. Richtung Schweiz. Ja, irgendwie Schweiz, oder? Nicht? Ich habe eine Vorhersage gemacht. Habt ihr eigentlich mein Lachen gehört? Loch gekehrt. Habt ihr mein Loch gekehrt? Habt ihr eine Vorhersage gemacht? Ich liebe diese Lache. Und in Bayern, das habe ich hier noch nie gehört. Das, ich glaube, das ist Schweizerdeutsch. Räuber, Diebe, gehen auf Ganoventour. Doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer? Ich habe da mal eine Frage. Ich dachte ja immer, dass VTuber das machen, weil die nicht so in der Öffentlichkeit stehen möchten. Aber eigentlich sehen die alle aus wie so sexy Animes, wo alle sagen, ich gucke kein Hentai und so. Also langsam kannst du mir nicht mehr erzählen. Das ist doch, also, und alle machen sich große Möppis und machen sich voll so Anime-Style. Das ist doch Absicht. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Wusste schon, was gleich kommt. Ja, aber ist doch so. Und alle, die das gerne gucken, die mögen Hentai. So, jetzt ist es raus. Oh, diese virtuellen Busenfrauen einfach. Ja, also ich dachte immer so, ja, ein VTuber, ja, die machen das ja, weil die nicht in der Öffentlichkeit stehen möchten, so wie Sido mit der Maske. Aber die machen sich alle so sexy und bouncen dann mit ihren Kadonkas rum. So. Ja, ich hab euch durchschaut. Erwischt. Auf Ganoventour, doch zwei ganz Liebe, hallo Defcon, sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit. Natürlich ist Absicht. Sie sind stets für dich bereit. Chip, 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 und chap. Mit alles recht. Chip, 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 und chap. Dem Bösen geht es schlecht. Warum hast du eigentlich keinen Kazoo? Ja, keine Ahnung. Ihr habt mir keins geschenkt. VTuber Fake, Sandy, echt. Ja, also ich habe immer gedacht, das ist halt so ein... Ich habe es halt nie verstanden, dass das aus dem Anime ist. Ich dachte immer, oh, ich habe immer unschuldig. Ich mal, oh, guck mal, die süßen Mädels haben sich so ein Avatar gemacht, damit die halt im echten Leben so anonym bleiben. Aber die machen das aus... Weil das so Anime, Jungs mögen Anime, sexy. Also ohne sexy, ein VTuber ohne sexy. Na, es macht ja keinen Sinn. Ich bin ja auch in echt sexy. Ich kann ja jetzt mein Naturell nicht verstecken. VTuber, ja, wenn ich mal richtig krank bin oder so, einfach so. Also manchmal mache ich ja diese Filter rein, die finde ich ganz lustig, aber so dauerhaft mit VTuber. Ach, außer ich würde jetzt auch so eine. Oh, ich würde das, glaube ich, machen, wenn ich so ein Camgirl sein würde. So Onlyfans oder so würde ich machen, glaube ich. So sexy Sachen sprechen, so. Oh, hallo. Du sexy. Zuschauer, na, mache ich dich schon rattig? Oh, ja, dann mit so einem VTuber-Avatar, da würde ich das machen, damit man mich in echt nicht sieht. Was ist Hentai? Das weißt du ganz genau. Pornos mit Anime-Darstellern. Lobe ich mir Miko, die macht es auch, aber zeigt sich auch und zeigt Technik. Zeigt sich auch und zeigt Technik. Okay, ich mache mir auch einen VTuber mit fehlendem Haupthaar. Ich fände halt, also ich würde mir höchstens auch, glaube ich, so einen VTuber machen, der mir auch irgendwie ähnlich sieht. Also ich würde schon so gucken, dass ich das Coolste so rausfinde, wie ich gerne aussehen würde. Aber ich glaube, ich würde mir das schon sehr ähnlich machen, wie ich auch in echt aussehe. Also meine Augenfarbe, meine Zähne, meine Haare. Ich würde mir auch so Öhrchenpuschel machen, glaube ich schon. Aber ich würde mich, glaube ich, recht realistisch versuchen zu gestalten. Ich glaube, da hätte ich mehr Bock drauf, als jetzt eben komplett anders zu sein. Ich mache ja auch nicht gerne so mit Perücken oder sowas. Okay, was es nicht alles gibt. Also Code Miko oder wie sie hier heißt. Ah, kenne ich nicht. Nee, war jetzt nicht so erfolgreich. Ich hätte jetzt eher Lust auf eine Pizza, also auf das andere. Okay. Habe ich nicht verstanden.
Hab noch nie Anime oder Hentai geguckt, nur was im TV lief an Anime wie Chin-Chan. Und das ist so. Kabi-Junkie, so gelogen. Hab mal eine gesehen, da konnte man sie mit Kanalpunkten springen lassen. Und da und hat auch alles gewackelt, war aber nur ganz kurz drin. Da wäre jetzt so, ja, genau. Man konnte jemanden springen lassen mit Kanalpunkten. Sandys VTuber dann mit der dritten Titte. Die würde ich mir machen. Oh nein, ich bin nass. Wait, das ist alles horny? Okay, wisst ihr? Dann denke ich jetzt horny, okay? Dann denke ich jetzt horny, wenn ich die Twitch-Streamclips Germany gucke, okay? Ab jetzt, okay? Ab jetzt. Halt. Hä, hey, hab ich nicht verstanden. Nochmal. Tipp, 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 tipp und tipp. Oh nein, ich bin nass. Guck mal, der ist auch nass. Wait, das ist alles horny? Tipp, tipp, tipp und tipp. Oh nein, ich bin nass. Wait, das ist alles horny? Okay, wisst ihr? Dann denke ich jetzt horny, okay? Dann denke ich jetzt horny, wenn ich die Twitch-Streamclips Germany gucke, okay? Ab jetzt, okay? Ab jetzt. Halt dich fest. War das gerade Hitler? Nee, wisst ihr, ich nehm's zurück. Daran erinnere ich mich. Flo, geht's ihm wieder gut? Ist er aus dem Krankenhaus raus? Teddy wurde gelöscht. Warum? Versehen, also keine Riesenboobs bei dir als Video. Hä, ich hab Riesengabomgas. Die liegen nur auf dem Boden. Wieso tut er das? Wieso bleibt er jetzt rangezoomt? Der hat ja voll die Dracula-Zähne. Zoom mal weg. Was tust du? Hast du Handgesten? Hast du... Was ist das? Hör auf! Ich will nicht! Mach dich klein! Geh wieder zusammen! Wie cool ist das denn? Krankenhaus, wieso denn? Zum Neujahr war, hat er doch eine Insta-Story gehabt, er brauchte irgendwie eine Operation. Hä? Mein Herz? Sandy kann ihre Bubis auf die Schultern legen, genau. Ich guck nur auf ihn. Ach ja. Nein. Nein. Nein, das ist falsch. Du musst mit Stiften essen. Dann kannst du... Das ist viel angenehmer. Stifte ist besser als Zange. Ich habe schon mit dem Ringlicht gegessen. Ich habe mit allem gegessen. Das ist gut, aber es geht besser. Richtig, mit Stiften. Streamer sind echt kreativ mit ihrem Besteck. Ich habe keine Zange. Ja, sie hat am Ende mit dem Finger. Sie fühlt das nicht wirklich. Das kaufe ich ihr jetzt nicht ab. Ich habe gekleckert. In mein Haar? Nee. Bisschen Salat. Stifte, ist das Lack lecker? Mit den Fingern, das ist mit der Zange, ja. Aber irgendwann werden deine Finger wund. Wenn du immer so von den Fingern ableckst, dann werden die irgendwann wund. Indien das. Das ist Pico-Pack, das ist süß. Und los. Kai, du musst rechtzeitig loslassen. Das haben wir auch schon mal hier gespielt. Ja, wow. Wir haben den Schlüssel. Oh. Nein, wir müssen zurück, Leute. Wo ist der Schlüssel? Oh. Der ist drüben. Der Schlüssel ist am Anfang. Scheiße. Wir hätten draufhalten sollen. Okay. Oh, wir haben gleich gepfiffen. Schön. Hä? Ich hab's nicht gesehen, was passiert ist. Okay. Oh, Asynchron! Geil. Schön. Wie Sandy ein Besteck und Zange verurteilt. Wie Sandy ein einfach
eine Zange verurteilt als Besteck, das ist halt falsch. Was soll ich denn machen? Natürlich. Sag doch mal bitte was Episches. Es ist ein 300 Jahre altes Schwert. Und du wirst es führen, mein König. Das war meine Stimme. Das ist jetzt aber mal eine Stimme. Das klingt ja der Hammer. Hallo, Wusa. Ist das später eine Own Eisengeheilung, ja? Es ist ein 300 Jahre altes Schwert. Und du wirst es führen, mein König. Wo kommt das bei dem her? Jetzt ist er auch bei Sandy ein Tropfen in der Hose. Ich weiß es nicht sagen. Aber ja. Wow. Das ist ja. Ich hätte mir zu dieser Stimme so einen. Ja, doch, attraktiven 56-jährigen weißhaarigen Mann vorgestellt, der seine Haare gelt. Mit so einem richtig stylischen Bart. Trägt Anzug. Schlank, geht zum Sport, ist dynamisch. Hat eine 27-jährige Freundin. Ich bin so merkwürdig. Christian Bale. Ja, wow. Aber dass der so jung aussieht. Krass. Also Geralt von Rewe, mein... Hallo Pirat. Uns geht's fantastisch. Ich hoffe, die auch. Hat sie jetzt die Absperrung? Sie nimmt den Schlitten als Schlitten. Das ist verboten. Aber okay. Er. Ups, er. Ey, das war eine richtig gute Landung. Hi. Hi. Cooles Piercing. Bist du öfter hier? Ja, wir werden sehen. Also abends würde ich wahrscheinlich auch nochmal was einführen. Sehr einträchtige witzig. Beschreibt Sandy ja Bonchi gerade jung, die Namen schon so weiter? Ich habe gesagt, weiße Haare. Bonchi hat keine. Stimmschauspieler. Ja, ich weiß. War der nicht sogar auf irgendeiner... War der nicht auf der Polaris? Oder war das ein anderer? Schön. Ich habe nicht so gehört. Also abends... wir werden sehen. Also abends würde ich wahrscheinlich auch nochmal was einführen. Steht heute nichts mehr an. Jetzt haben wir den nächsten Loot. Wir waren 10. Ich würde mir auch noch mal was reinstecken. Was? Ja, wir werden sehen. Also abends würde ich wahrscheinlich auch noch mal was einführen. Einführen? Steht heute nichts mehr an. Jetzt haben wir den nächsten Loot. Ich führe heute Abend auch noch Sport ein. Ich habe jemanden gesponnen. Ah, geil. Welche Tafel? Ah ja, oh, sie hat auch die Tafel. Geil. Lohn, bevor die dich abholen. Ach so. Jetzt habe ich nicht zugehört. Jetzt haben wir den nächsten Lohn, bevor die dich abholen. Ach so. Was? Ich verstehe es nicht. Hochdeutsch. Ich verstehe keinen Dialekt. Jetzt haben wir den nächsten Lohn, bevor die dich abholen. Jetzt haben wir den nächsten Lohndefon. Was ist ein Lohndefon? Was ist denn jetzt ein Lohndefon? Die schreibt geordneter auf. Ja. Eigentlich ziemlich geil, anstatt dieser Strichliste. Boah, das ist ja super smart von ihr. Ich mach mal Subs und Bits. Mieze. Darf ich das abgucken? Ich habe auch die Tafel, aber meine ist immer Chaos. Ich zeige euch, wie meine Tafel immer aussieht. So sieht meine Tafel aus. Das sieht immer so unordentlich bei mir aus.
Oh, jetzt ist die kaputt. Ach nee. Sekunde, sonst fällt sie gleich um. Das war es jetzt überhaupt nicht wert. Ich verstehe was ganz anderes. Zahl mal mit deinem Lohn, bevor sie dich abholen. Lohndefon. Maybe Geld, das per Telefon verdienst. Wir brauchen den Ostdeutschen, der hier wegkommt, glaube ich, von drüben. Haben wir hier noch irgendwelche Ostländer, die dreiviertel fünf sagen? Haben wir jemanden hier, der dreiviertel acht sagt, neunviertel zwölf? Könnt ihr uns das bitte übersetzen? Wir sind dumm. Ich bin wirklich unglaublich schlecht in Dialekte verstehen. Meine Mama kann das richtig gut. Ich habe kein Gefühl für Sprachen. Kommt halt mehr drauf auf die Tafel. Das auch. Sehr nicht fallen lassen, ich gebe mir Mühe. So, jetzt nochmal zuhören. Es steht heute nichts mehr an. Jetzt haben wir den nächsten Lohndefot, die dich abholen. Ach so. Jetzt haben wir den nächsten Lohndefot. Ich verstehe es nicht. Es steht heute nichts mehr an. Jetzt haben wir den nächsten Lohn, bevor die dich abholen. Ach so, ja, das habe ich gekonnt überlesen. Ist auch überlesen, weil es keinen Sinn macht. Das ist ja sehr schwierig. Anna, das ist ja jetzt eine Scheiße. Das ist ja jetzt eine Scheiße. Oh nein. Und nun? Nein, da hat sie sich so Mühe gegeben, dass das so schön aussieht. Wie mache ich denn das jetzt? Was hat die jetzt gesagt, den nächsten Lohn, bevor die dich abholen? Hey, aber... Nächsten Lohn. Es steht heute nichts mehr an. Noch einmal. Jetzt haben wir den nächsten Lohn, bevor die dich abholen. Ach so, ja, das habe ich gekonnt überlesen. Ich verstehe es nicht mal vom Sinn her. Den nächsten Lohn, bevor die dich abholen? Wohin denn? Wohin gehen die? Kann ich auch mit? Anna, das ist ja jetzt eine Scheiße. Ich möchte mit. Das ist ja jetzt. Wohin gehen wir denn jetzt? Klingt nach Sächseln. Scheiße. Glaube ich auch. Und nu? Wie mache ich denn das jetzt? Größeres Headset. Bock auf Vögeln. Oh mein Gott. Lol. Das brauche ich. Das ist ja der Hammer. Das möchte ich haben. Bonchi, schreib das auf. Das brauche ich. Ich sag, bei 100 Zuschauern rasiere ich meinen Kopf. Seid ihr bereit? Ich zieh durch. Ich zieh durch. Ich schwöre, ich zieh durch. Aber er hat da schon keine Haare mehr. Das verstehe ich auch nicht. Den Dialekt leider schon. Kommst du von dort? Dann sind die Leute mit der weißen Weste. Ich mag Westen. Und die Farbe weiß. Ich möchte mit. Schulter, stimmt. Da sehe ich mich. Ich habe es nicht aufgepasst. Bereit. Ich zieh durch. Ja, ich mach, zieh durch. Mach. Ich schwöre, ich zieh durch. Okay. Über die Schulter, stimmt. Ja, das sieht gekonnt aus. Wow, hallo Profiköchin. Du nichts. Sie sieht nicht begeistert aus. Nicht begeistert. Sie hat sich selber am Rand gesteckt. Hab ich lieb, Westen. Sie hat gesandied. Bin ich jetzt ein eigenes Adjektiv? Die Puzzleteile ineinander stecken. Ja, also in der Theorie hast du recht. In der Praxis könnte das... Hä? Hast du recht? Die Puzzleteile ineinander... Hey, nochmal. Am besten die Puzzleteile ineinander stecken. Ja, also in der Theorie hast du recht. In der Praxis könnte das... Das passt. Konz, du bist das schlauste Mädchen überhaupt. Man muss einfach die Puzzleteile ineinander stecken. Geil. Auf einem kleinen Podest sitzt Gronkh. Und dann halt Gegenstände, die dazu passen. Auf einem kleinen Podest sitzt Gronkh.
Passt der denn auf ein kleines Podest? Ich hab, Mann, ich werd voll abgelenkt von euch. Pause. Da gab's einen Tipp, dass man Podest in der Nase so, ja. Dann fall ich ab und mit. Man muss einfach die Puzzleteile ineinander stecken. Hab ich gerade gegrunzt? Auf einem kleinen Podest sitzt Gronkh. Und dann halt Gegenstände, die dazu passen. Auf einem kleinen Podest sitzt Gronkh. Passt der denn auf ein kleines Podest? Ich würde dem eher auf ein großes Podest packen. Oha, hat sie gerade gesagt, Gronkh ist dick. Oha, ist ja geil. Und Chetonic mit Himbeergeschmack und Erdbeergeschmack und alles mögliche, oha. So. Oha, ist ja geil. Und Chetonic mit Himbeergeschmack und Erdbeergeschmack und alles mögliche, oha. So. Was ist mit diesen Spielen los? Das ist doch nicht mehr normal. Diese Spiele sind... Das ist alles so merkwürdig. Schon wieder gesandied. Der macht den Sandy-Move. Gronkh ist so erfolgreich, dass ein kleines Podest nicht reicht. Oder dass er dick ist. Mensch, Sandy, denkst du, Gronkh ist dick? Ich nicht. Aber beide. Der Typ hier läuft die ganze Zeit. Der. Warte. Hier der läuft jetzt oben rechts, der läuft die ganze Zeit gegen die Wand. Wie hat sie denn den Kopf? Die andere saß auch nicht da drauf. Der läuft einfach mit Putzlappen durch. Der, hier ist noch irgendwer auf der Treppe und rutscht da runter. Es ist so... Die schwebt da einfach so durch. Was ist das? Was ist das? Ich bin Jim immer vor. Es ist so random. Oh Mann, ey. Was kostet gerade 3 Euro? Deine Mutter. Sir, wenn ich mir diese Frage erlauben darf, wie stehen Sie dem Streamer Schwabbeltown auf der Plattform Twitch gegenüber? Hä? Wow, was ist mit diesem Outfit, Kumpel? Bist du hier, um mein Leben auch in einem Witz zu verwandeln? Hau ab. Streamer Schwabbeltown auf der Plattform Twitch gegenüber. Schwabbeltown auf Twitch? Noch nie von Ihnen gehört. Ah, es geht doch daneben. Nein. Meatloaf. Ja, das ist auch ein... Ich bin richtig angespannt, wenn ich sowas sehe. Dann denke ich direkt, oh nein, da fällt gleich was runter. Ich kann es gar nicht genießen. Meatloaf. Ja, das ist auch ein... Jawohl! Ja, Mann! Let's go, Alter! Ja, Mann! Sekiro? Let's go, Alter! Wow. So ein Ding ist das! First try, aber es war knapp. Boah, es war knapp. Der hat mir alles abverlangt gerade. Wow. Boah, das war knapp. Leck mich am Arsch. Da ist mein Lieblings... Was zur Hölle? Was zur Hölle passiert hier? Der hatte seinen Kopf in der Hand. Und er hatte nur noch selber ein Leben. Guck mal. Da oben, oder? Was ist das? Was zur Hölle? Was zur Hölle passiert hier? Oh, I can help it, I'm in love.
Fantastisch. Feuchtes Jumbei. Was? Jumbei. Feuchtes Jumbei. Das ist grün. Jumbei. Das reinschmeißen. Jumbo-Ei. Ein feuchtes Jumbei. Ach, Jumbo-Ei. So. Das ist zusammengeschrieben. Ich hatte diese Belohnung hatte ich sogar drin. Warte, geht das? Ich hatte. Also. Diese Belohnung hatte ich sogar drin, ja. Das wollte ich sogar machen, dass man dann die Kamera für 10 Sekunden switchen kann. Leider mit dem Voice-Effekt. Hallo? Hallo? Hilfe! Wo bin ich? Hä, wo bin ich? Süß, der sieht aus, als wäre er 14, 15, sein Sohn einfach. Wie süß. Gronkh als kleiner Bub. So. Diese Belohnung hatte ich sogar drin, ja. Ich kann mir richtig vorstellen, dass der wirklich mal so aussah. Von der Zwiebackpackung hat einen Bart bekommen. Ist wie ein Helm auf dem Tisch war. Der Weiße da hinten. Warte, das wollte ich sogar machen, dass man dann die Kamera für 10 Sekunden switchen kann. Leider mit dem Voice. Der? Weiß jemand, was das für ein Helm ist? Effekt. Mit. Hallo? Hallo? Hilfe! Wo bin ich? Hä, wo bin ich? Ich hab hier das Sagen. Ich muss dominant auftreten. Jawohl, Mutter. Ich geh da jetzt hin und ich zeig dem jetzt, wo der Frosch die Locken hat. Sir, wir schließen jetzt den Friedhof. Wenn das für Sie, also nur wenn das für Sie okay ist. Zeig sie ihm. Ja, super. Ich habe mal ein Retro-Game gespielt und dabei diesen Gangfilter verwendet, um einen Teenager zu machen, der voll gehypt ist auf das Game. Das war witzig. Geil. There they are. Menschen. Geil. Steht dem richtig gut. Ich liebe sowas, wenn man sich so voll in seine Rolle einfühlt. Fantastisch. Menschen, die zu Grüntönen neigen, sind hoffnungslose Romantiker, stand in dem Artikel. Menschen, die weiße Wände haben, so wie ich auch, Enschen, da geben wir uns die Hand, neigen dazu, die Dinge einfach zu halten. Nicht einfallslos, aber neigen dazu, die Dinge in ihrem Leben sehr einfach zu halten. Pass auf. Dunkle Töne, also sehr dunkle Töne, sowas wie dunkles Braun, Schwarz oder so, unterstreichen den Tiefgang des Charakters. Ah, jetzt wisst ihr Bescheid. Aber... Ja, verdient. Ha! LOL, was? 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 Sowas geht? Mäuse. Katzen. Oder halt wie ein anderes Tier. Weil hier ist auf jeden Fall genug Eisen. So kriegen wir Eisen ran. Nur nicht mit einem, das reicht ich halt hab nicht. Ihn! Wen hast du geholt? Hast du geholt? Hast du den Menschen geholt? Ich hab den Menschen gefangen. Und was hat er fürs... Ach cool. Nee, hab ich nicht verstanden. Ich habe dunkle grüne Wände. Ich bin ein tief romantisch. Ich bin tief romantisch. Hoffnungslos, aber tiefgründig. Oh, der hat für uns mal den Song von Cat Burns gemacht. Das war sehr schön. Der kam Tränchen. Das war sehr schön. Der macht das spontan. Läuft mal dein Leben nicht so rund. Denke an das Rechteck ohne Ecken. Geil. Lauf der Melodie, die in dir schwingt. In jedem Tag bringt er ein Stück Freude. Ja, richtig schön gemacht. Der kennt, also manchmal hört er, ich glaube, der hört sich die Songs nicht an, der macht das dann spontan mit. Voll geil. Alexa, I want to buy some bleach on Amazon. Show me some results, you overhead Zika. I can help you shop for everyday items.
try saying things like, Alexa, order AA batteries, or reorder paper towels. Aber warum haben die das gemacht? Also was erwarten die dann davon? Naja, egal, komm, hier ist Miami. Ja, komm, hier ist Miami. Warum gibt es in der Gondel eine Alexa? Paper towels. Aber warum haben die das gemacht? Also was erwarten die dann davon? Naja, egal, komm, hier ist Miami. Adam ist auch so einfach random so. Ja, guck, hier ist Miami. Wir spielen dieses Spiel komplett entspannt. Vollkommen tiefenentspannt. Wir atmen dreimal gut durch. Nein! Ich war zu langsam. Jetzt schon verkackt. Lieber Aldi möchte die Weltherrschaft. Ja, stimmt. Nämlich eine Information zu Tiramisu. Tiramisu, also Tirare Mesu, bedeutet so viel wie ziehe mich hoch. Und das ist eine Süßspeise, die es damals vor allen Dingen im Puff gab, damit die Leute, die dort zu Besuch waren, nachdem ihre Energie und ihre sonstigen Sachen wieder auffüllen konnten, um beim nächsten Mal, also direkt im Anschluss, nochmal wieder weitermachen zu können. Deswegen ziehe mich hoch. Und mit mich ist auch was anderes gemeint. Nämlich Schniebli. Penis! Schniebli. Darf ich rübergehen? Auf der anderen. Ach du Scheiße, ist er ausgerutscht? Anderes gemeint. Penis! Darf ich rübergehen? Auf der anderen. Geht's dir gut? Geht's ihm gut? Ihm geht's gut. Ah, das ist aber auch echt mies. Warum bist du in der Gondel drin, damit ich Adam nerven kann? Racy, ja, mit den grünen Haaren, ne? Das ist cool. Gutes Spiel für Sandy, welches... Nämlich noch an Furby früher, der in meinen Erinnerungen verboten wurde und heute noch... Dort steht dort noch... Nein, 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 wie kann ich es abbrechen? Nein, 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 das ist ja ekelhaft. Anna hat einfach Benzin getrunken. Nur was? Sie hat Benzin getrunken? Nein, 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 wie kann ich es abbrechen? Nein, 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 oh Gott. Das verstehe ich das erst. Oh Gott! Das ist ja ekelhaft. Anna hat einfach Benzin getrunken. Nur was? Okay, Guys, nochmal Prost. Danke, dass ihr alle mit da seid. Danke, dass ihr schon so lange einen Teil oder so kurz oder wie auch immer lange ein Teil dieser Community seid. Und ich freue mich auf alles, was noch so kommt. Ich bin undankbar, undankbar, unglaublich dankbar. Oh Gott, ich bin undankbar. Das ist mir auch schon mal passiert. Waren wir nicht sogar damit auch mal in einem Clips, Twitch-Clips damals? Wir hatten auch mal so einen Clip. Geil. Und das passiert leider. Ich bin undankbar. Geil, 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 geil. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese unfassbar witzige Folge. Liebes YouTube. Jetzt kommt wieder der Moment der Momente. Und Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst gerne einen Kommentar da. Was hat euch am besten gefallen? Was hat euch nicht so gut gefallen? Es hat euch alles gefallen. Ich bezahle euch, komm. Ihr sagt jetzt, dass euch das gut gefallen hat. Klingelchen aktivieren, Glöckchen aktivieren, Kanal abonnieren, kommentieren, liken und so weiter und so fort. Das war's mit uns. Jackson Rudel out. Das ist unangenehm. Okay, tschüss. Ende.